Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. Hallo Pebbles, ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, ich müsste Yippie-Aye rufen, dann gehst du in den Trab über. Das kann natürlich nur ein Scherz gewesen sein, fand ich aber relativ cool, eben da Pebbles ja eigentlich die Tochter ist von Kollege Feuerstein. Gut, was machen wir? Ich möchte mal ganz kurz was gucken, nämlich folgendes. Wenn wir uns hier ausrüsten, haben wir hier ja diesen Bereich, den habe ich immer ein bisschen... ja, vernachlässigt. Hier sehen wir eigentlich, was fehlt und was in welchem Zustand ist und so weiter. Man sieht schon, hier fehlt einiges, nur eben, ja, woher nehmen und nicht klauen. Wir haben eigentlich nicht mehr, zumindest wenn ich richtig geguckt habe. Die Bunthaube. Okay, da haben wir eben die, das ist eigentlich in Ordnung. Die gepolsterte Bunthaube, das brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Leicht gepolsterte Rüstung. Bringt uns die irgendwie was? Gehen wir mal zurück. Wo war das? Moment. Da oben. Da haben wir jetzt. Im Prinzip haben wir Körpergewand. Okay. Und Körpergewand. Ich werde das noch hier rausfinden, wie das funktioniert. Moment. Körpergewand. Wo haben wir dich? Nirgends. Doch, das grüne Hemd. 71. Ist also eigentlich besser wie die leicht gepolsterte Rüstung. Okay. Lassen wir. So, und jetzt würde ich sagen, wenn wir doch schon da sind. Jetzt machen wir zuerst die Quest mit Theresa, weil das hier oben, das ist ja die Hauptquest. Also da kann eigentlich nicht viel schief gehen, das kann nicht plötzlich weg sein, hoffe ich. Wir machen mal das hier. Du kannst nur 3 Nebenquests und Aktivitäten verfolgen. Okay, ich habe Doppelklick gemacht, das habe ich angestellt, keine Ahnung. Wir gehen zu Theresa. Besuche Theresa, die Müllerin, am Vormittag. Haben wir denn schon Vormittag? Ich glaube nicht. Dann warten wir mal noch 2 Stunden. Was essen müssen wir auch noch. Wir essen zuerst mal was. Halt, das war wieder der falsche Knopf für Rennen. So, aus dem Topf essen. Sie haben gekocht, sehr gut. Was? Moment, nein, zurück. E, aus dem Topf essen. Jetzt hat er gegessen. Man hat's gehört. So, Sattheit 66. Das reicht mal fürs Momentchen. Dann würde ich sagen, mit der Energie ist ja okay. Ich gehe nochmal schnell zurück. Sorry, Energie 100. Passt perfekt. Wir könnten natürlich jetzt auch schnell gucken wegen Handeln. Ich gehe hier rein und raus. Oh, hier können wir, glaube ich, auch noch was machen. Das haben wir alles. Kampf, Verteidigung. Perfekter Block. Du hast gelernt, wie man... ach, das haben wir schon. Okay, das haben wir schon. Hier können wir nichts machen. Wir haben Hauptstufe 5. Das ist noch ausbaufähig. Okay, erste Hilfe. Der Duft des Mannes. Müssen wir erstmal gucken, was das ist. Wenn du schmutzig bist, hast du... ach, das sind wieder die Sachen, eben, wo man einen Vor- und Nachteil hat. 30% länger ohne Essen. Sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Das würde ich mal lassen. Die Verbände haben wir. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Ach, echt? Und umgekehrt. Ja, lassen wir auch mal. Wir lassen das Ganze mal. Handeln. Dafür müssen wir eigentlich hier wieder ins Dorf rein. Das können wir ja eigentlich mal mit dem Pferdchen machen. Da haben wir noch die Alchemisten hier zum Rüstungsschmied, möchte ich mal. Wir markieren uns das mal kurz. Okay, gehen... ja. Ich und meine Tastatur. Sie funktioniert zwar jetzt wieder, aber dafür tippe ich da unter dem falschen Ort rum, weil ich mich nicht ganz gewohnt bin, wo die Tasten sind, weil es eben doch nicht ganz genau die gleiche ist, wie die ich hatte. Uah, wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss mal oben gucken. Wir müssen hier lang. Richtung Badehaus. Interessant ist ja auch, dass wir wieder völlig gesund sind. Unsere Gesundheit ist völlig wiederhergestellt, obwohl wir ja da den Kampf hatten mit diesen Banditen. Auch interessant, da mussten wir gar nichts mehr machen. Also Badehaus. Im Badehaus könnte man, glaube ich, auch die ein oder anderen Sachen verkaufen. Wir können ja mal gucken, jetzt wo wir ein Pferd haben. Dauert das auch nicht mehr alles Ewigkeiten. Pass gut auf dich auf, Pebbles. Hier ist halt noch niemand, es ist einfach zu früh. Bürgerin. Ah, wir sind tatsächlich zu früh unterwegs. Lass mich nochmal schnell auf die Uhr gucken. 5.56 Uhr. Wir machen mal Folgendes. Wir überspringen mal 2 Stunden und denken dann aber daran, dass wir natürlich noch zu Theresa wollen. Nicht, dass das dann vergessen geht vor lauter andere Sachen machen. Das wäre ja noch. Irgendwie schade, dass die Händler nicht ganz genau eingezeichnet sind auf der Karte. Das fehlt mir ein bisschen, weil der eine da oben, dem
dem wir das Schwert verkauft haben, der würde doch auch sonst noch ein paar Sachen nehmen, die wir dabei haben. Wir haben das ganze Pferd ja noch beladen mit Zeugs. Jetzt ist sie da. Kann ich mit dir handeln oder kann ich hier tatsächlich nur baden? Bist du die Richtige? Lass uns handeln, da haben wir es doch. Haben wir irgendwas dabei, was wir handeln können? Oder kaufen? Können wir eigentlich nichts allzu Schlaues? Ach, die nimmt nicht wirklich viel. Okay, Branntwein gibt 3,7. Okay, das könnte man eigentlich verkaufen. Hasenfleisch. Preis 0,2, obwohl es abgelaufen ist. Das ist alles abgelaufen. Wir verkaufen ja die ganzen abgelaufenen Sachen. Nee, geht nicht. Können wir nicht verkaufen? Oh, geht doch. Habe ich gegessen? Nein, bitte nicht. Nein, 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 in den Warenkorb. Doch, geht. Geht in den Warenkorb. Okay, nochmal. Interessant. Was wollen die mit den abgelaufenen Sachen machen? Den brauchen wir, den Schnaps. Aber das Trinkwasser, das können wir eigentlich auch reintun. Warenkorb prüfen. Okay, falschen. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Okay, gute Frau. Erhalte 8,3. Wir machen mal 8,8. Wir testen das mal. Angebot unterbreiten. Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Versuchen wir es mal mit 8,5. In Ordnung. Okay. Ja, ist natürlich nicht die Welt, aber immerhin wieder ein bisschen was los geworden. Ansonsten, baden müssen wir, glaube ich, nicht. Wir sind ein sauberes Kerlchen. Gesundheit, Energie, Sattheit, Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Okay, einmal husten und ab geht's. Richtung Burg. Müsste irgendwo da oben gewesen sein. Kommen wir da mit dem Pferd rein? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen mal. Sonst parkieren wir Pebbles davor und dann gehen wir eben zu Fuß schnell rein. Und wie gesagt, ganz klar, wir dürfen die Quest jetzt mit Theresa nicht vergessen. Wenn wir schon hier unten sind, dann machen wir die natürlich auch. Wir gehen jetzt zum Rüstschmied und gucken uns das mal an, was der macht. Vielleicht, dass er das Schwert reparieren kann. Oh, wir kommen sogar rein mit dem Pferdchen. Sehr schön. Wo war der Rüstschmied? Der müsste hier gewesen sein. Da ist er doch schon. So, schön warten, Pebbles. Lass dich nicht klauen. War der hier? Brauch meine Map. Müsste eigentlich hier drin gewesen sein. Oh, bist du der Kollege? Du bist der Schmied. Ein Handwerker. Wir reden mal mit ihm. Mal gucken, was uns anbietet. Wegen Rattei-Gespräch beenden. Das ist alles nicht, was ich wollte. Können wir hier nicht irgendwie? Ich meine, irgendwas muss man doch hier tun können, Kollege. Schloss knacken möchte ich nicht. War das der falsche Eingang? Ah, hier kommen wir rein. Genau, hier ist das Ladengeschäft. Wir reden mal mit dem. So. Gelobt sei Jesus Christus. Aber natürlich. Wegen Rattei, lass uns handeln, Reparatur. Wir versuchen sie mal mit Handeln. Okay, der hat hier natürlich, ach, hat der schöne Sachen. Die kann man alle nicht bezahlen. Wir haben 226,6 Gulden, Euronen, Franken, Dollar. Die Axt und Co., das bringt uns nichts. Da müssen wir erstmal ein bisschen leveln, das Ganze. Ein edles Jagdschwert. Ja, die sind alle viel zu teuer. Das sieht man hier unten. Da müssen wir erst was wegkriegen. Ja, gucken mal, was wir verkaufen könnten. Nichts. Der Streitkolben, 22 bringt der. Nee, das bringt gar nichts. Wir haben zu wenig Sachen. Oder Moment. Lass mich nochmal schnell gucken. Nein, Inventar. Rüstung. Kann ich die? Ich weiß gar nicht, war ich jetzt noch im Handelsmodus? Ich schaue nochmal schnell. Nee, in die Satteltasche. Das kann man rausnehmen. Wir müssen nochmal kurz hier drücken. Auch mal schnell handeln. So, verkaufen. Ja, das sind dann eben tatsächlich nur die Sachen, die wir hier hatten. Okay, das wollte ich eigentlich wissen. Gut, dann versuchen wir das mal mit reparieren. Was passiert dann? Das Knappenschwert. Schaden. Verteidigung, Haltbarkeit. Zustand 76. Ja, das mal auswählen.
Was kostet das? 44, das ist okay. Das können wir machen. Wir falschen aber natürlich noch ein bisschen. Wir wollen ein bisschen weniger bezahlen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Er ist ja begeistert. Okay, wir wollen das gerne für 40. Würde ich mal sagen, repariert haben. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Fast. 43. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay. So, da müsste doch jetzt eigentlich unser Schwertchen wieder auf 100% sein. Tatsächlich, Zustand 100%. Okay, haben wir sonst noch was? Das Schild. Zustand 79%. Kostet nochmal 60. Das ist mir zu teuer. Hier der Rest, was wir hier haben, das können wir so lassen. Okay, ich würde sagen, genug gehandelt und gemacht und getan. Wir gehen zu Theresa. Ich möchte jetzt die Geschichte mit Theresa weiter sehen, was da passiert oder eben auch nicht passiert. Wenn wir schon ein Pferdchen haben, es ist herrlich. Wir können endlich auch mal sowas wie ein paar Reisen machen. Das sind natürlich keine Reisen. Hier einmal zum Schloss und wieder zurück, aber es ist ein Ausflügchen. Da unten sind auch überall noch Sachen, wo wir noch nicht waren. Oh, neue Stufe erreicht, Reiten. Ja, das ist genau das, was ich eben beim Schwertkampf auch haben möchte. Dass wir da nochmal üben und dann eben uns leveln. Dass wir wirklich vorwärts kommen und dann ganz anders in die Kämpfe steigen. Dann sind wir schneller, robuster und so weiter. Dann haben wir auch keine großen Probleme mehr gegen Banditen und so weiter. Dann haben wir Probleme gegen gepanzerte Kollegen, natürlich gegen Ritter und so. Aber die kommen, glaube ich, im Moment ja eh noch nicht. Zumindest nicht gleich. So, da wären wir wieder. Wir machen die Kurve. Oh Gott, da sieht man wieder das Gezappel. Ich muss mal gucken, ob da eventuell vielleicht ein neuer Treiber für die Grafikkarte raus ist. Aber sonst zuckelt und macht das hier noch öfters. Können wir mit dir eigentlich noch handeln? Lass uns mal schnell gucken. Gott sei mit dir. Aber natürlich, Peschek. Ui, da haben wir viele Sachen. Übung? Nein, ich möchte. Wir können mit dem nicht die gestohlene Ware verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Haben wir die? Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Die Regel des und so weiter. Oh, eine Schatzkarte. Ach so, das kann man kaufen. Was kostet denn so eine Schatzkarte? 84. Okay. Da kann man aber einiges verticken bei dem. Heiliges bisschen. Was können wir denn entbehren? Schild brauchen wir natürlich. Schafsleder, keine Ahnung. Mal gucken, ob er das nimmt. In den Warenkorb. Salz behalten wir mal. Rote Beete, alles mögliche. Den Nackenschutz tragen wir. Das kommt mal noch rein. Das behalten wir. Knappenschwert haben wir nicht ausgerüstet. Okay, das könnten wir natürlich noch ausrüsten. Die gepolsterte Bundhaube kommt rein. Fliegenpilz. Mal gucken, der nimmt irgendwie alles. Kann das sein? Bundhaube. Augentrost. Auch weg. Bräuchten wir vielleicht für die Alchemie, ist mir klar. Aber wir gucken mal. Aber das nicht alles wegkriegen. Warenkorb prüfen. Okay, falschen. Und mal gucken, was uns anbietet. Lass uns über den Preis sprechen. Und Theresa nicht weglaufen, Thereschen. Wir kommen gleich. Ja, das gibt doch ordentlich Geld. Wir versuchen es mal mit 90. So. Nimm. Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Und Hand drauf. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass wir dem so viele Sachen verkaufen können. Ja. Wow. Für diese Summe cool. Lasse ich mich überreden. Haben wir wieder Kohle bekommen. Jetzt könnte man eigentlich Pebbles noch plündern. Und ihm das noch verkaufen. Das mache ich auch gleich mal noch. Ne, nicht aufsitzen. Wie kriege ich denn jetzt von Pebbles die Sachen zurück? Pferd. Inventar. Pebbles, wo sind deine Sachen? Gibt's ja nicht. Wo sind jetzt die Sachen? Das ist doch ihr Pferd. Komisch, wo sind denn die Sachen hingekommen? Ja. Oh, den blutigen Hufkratzer. Was machen wir denn mit dem? Kann man den nicht auch verkaufen? Ach, wir lassen das jetzt mal mit verkaufen. Das dauert zu lange. Wir gehen zu Theresa, wenn wir sie finden. Wo ist sie denn? Wo ist denn unser Thereschen? Mal gucken. Rathaier Mühle.
Nimm dein Bett. Okay, Aktivitätengeber. Theresa? Da ist sie doch. Hallöchen. Ich wüsste gerne. Ich habe Fragen über Scarlett. Wie geht es dir so? Ja, zuerst fragen wir mal, wie es ihr geht. Na? Wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? Die Schenke zum Galgenberg. Ich würde mal sagen, wir spazieren mal ein bisschen dem Fluss entlang. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Ja. Gehen wir. So, Aufgabe abgeschlossen. Okay. Spiel gespeichert. Falls du jemanden beschatten musst, so gehe langsam. Nee, müssen wir ja nicht. Kann ich hier wieder raus? Wir möchten ja spazieren gehen. So, können wir da auch reden oder wie funktioniert das jetzt? Weil jetzt einfach dem Fluss entlang spazieren. Ah, wahrscheinlich muss er erst raus. Der Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Cool. Das Problem ist, wir sind ein bisschen schneller wie sie. Eines Tages würde ich gerne die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Kann man so sagen. Ja, schön ist es hier. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Oh. Ja. Der letzte ist eine Schnecke. Wir sind ja zu Fuß schon schneller als das arme Mädchen. Oh, jetzt gibt sie Gas. Ich weiß aber nicht, wohin. Wir rennen einfach mal. Ja, die ist nicht so langsam. Okay. Los, lauf, Heinrich. Es geht um die Ehre. Aber vor allem bei uns lässt natürlich die Ausdauer dann relativ schnell nach. Nicht, dass er uns überholt. Oder sollen wir hier verlieren? Ich weiß es nicht. Mal ein bisschen Luft holen. Oh, sie rennt noch. Oh Gott. Moment, wir haben sie gleich wieder. So. Ich weiß ja nicht, wohin. Wohin rennen wir denn? Wir rennen einfach mal. Fast schade um die schöne Gegend hier. Man möchte ja auch ein bisschen Zeitziehen betreiben. Sie rennt immer noch. Okay, wir haben keine Puste mehr. Das war Spaß. Okay. Setz dich zu mir, Heinrich. Gerne. Wo setzt du dich hin? Haben wir gemacht. Erzähl mir von dir. Hui. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig? Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Nee. Angeben wollen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich glaube dir kein Wort. Oh. Ich bin mir sicher, du liebst es und willst mich nur nicht neidisch machen. Oh Gott, war's das schon? Nein, was habe ich jetzt wieder angestellt? Ich war doch nur ehrlich. Süß. Und jetzt? Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Sind deine Knie weich geworden? Schwierig. Ich möchte ja nicht nochmal einen Misserfolg haben.
Was machen wir denn? Kampf ist lustig oder irgendwie was fürs Herz. Das mit dem Herz hat vorher nicht geklappt. Mal ein bisschen aufziehen. Oder ein bisschen so, wenn man das mal so. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt Och, gehen. Nö. Darf ich mitkommen? Ich will nicht, dass die Leute tratschen. Vielleicht ein andermal. Okay, ich muss Theresa unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Ich würde behaupten, das war jetzt aber alles ein Misserfolg. Nochmal schnell reingucken, ich wüsste gern. Wollen wir wieder spazieren gehen? Das würde ich gern, Heinrich, aber jetzt nicht. Komm in ein paar Tagen Okay. Du musst einem Mädchen hin und wieder etwas Luft lassen. Okay, wir lassen dem Mädchen etwas Luft. Ja, schade, ich glaube, da hätte man mehr rausholen können, wenn man nicht gleich als erstes eine Antwort genommen hätte, die ihr nicht gefällt, aber mein Gott. Ja, so ist das Leben als Heinrich. Man hat nichts als Kämpfe und wenn man dann mal ein Mädchen in sein Herz geschlossen hat, dann lässt er einen hier stehen. Tschüss. Haben wir nicht das Schwert dabei? Nein. Tschüss, bis später. Wir sehen uns dann, ja, in ein paar Tagen wieder. Wir haben ja tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber schade, wenn man jetzt schon hier hinten ist und bis nachher hinten rennt, dann hätte man hier eigentlich auch noch was Schöneres machen können. Muss ja nicht gleich, reicht doch irgendwie mal einen Kuss oder so. Einfach um zu zeigen, dass man sie mag, aber das hat der Herr Heinrich nicht mehr gepackt. Können wir hier noch tatsächlich Kamille? Schau mal, Theresa, wir haben Kamille. So, jetzt, oh Moment. Aha, wusste ich doch. Aufsitzen. So, auf Pebbles ist Verlass. Wir reiten mal zurück. Hier hätte Theresa auch noch Platz gehabt. Schade, okay, dann ist das ein Quest, das weiterläuft. Vielleicht muss das auch so sein. Das weiß ich natürlich nicht wirklich. Kann natürlich auch sein, dass wir wirklich beim ersten Mal gar keinen Erfolg haben können, sondern dass wir da ein bisschen geduldiger sein müssen. Das ist durchaus möglich. Sollen wir dem Peschek noch ein paar Sachen andrehen? Ich weiß nicht, ob der noch Kohle hat. Die haben ja auch nur eine beschränkte Anzahl Geld. Guck mal schnell, ich guck mal ganz schnell hier ins Dingens rein. Questlog, Liebeswerben. Okay, mächtiger als das Schwert, geht zum Uschitzer. Das sind diese Sachen, diebischer Müller. Wolltest du mal noch mit dem krummen Geschäften kommen? Ach, der könnte Arbeit für dich haben. Entwende mindestens 5, das sind die Wappenröcke, die haben wir auch noch nicht. Bringe dem Gerber Hasenhaut. Das ist eh komisch. Wir haben eigentlich Hasen erlegt, aber wir hatten nie Haut. Wir hatten immer nur das Fleisch. Und das Fleisch ist ja verdorben inzwischen. Gut, dann hätten wir hier im Prinzip als Quests das mit dem Schreiber, dass wir schreiben lernen. Wo ist das? Da oben irgendwo. Ich glaube, da sind wir eine Weile unterwegs. Das könnte man aber auch mit Schnellreise machen. Und wir hätten natürlich hier den Rotschopf noch. Ganz klar, der ist dann hier oben. Wir gehen mal kurz rein und plündern unsere Kiste. Und schauen, ob wir Kollege Müller noch mal was andrehen können. Wir nehmen mal mit, was wir hier finden. Käse mitnehmen. Moment, jawohl, alle. Okay, die Schaufel lassen wir mal. Gut. So, mal gucken, Herr Peschek, wo sind sie? Wir hätten hier noch ein paar Sachen. Er ist den ganzen Tag am Arbeiten, der arme Kerl. Und das, obwohl er krumme Geschäfte macht. So, nee, kann ich was fragen, warum nicht? Kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Was mache ich mit den gestohlenen? Die sind zwar nicht gestohlen, die Sachen. Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte... Ah, okay. Ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert... Okay, das kennen wir eh schon. So sieht's aus. Gut, wo ist es denn? Hast du Arbeit für mich? Die gestohlene Ware. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Sondern wir hätten gleich mal handeln sollen. Okay. Verkaufen. Arbeitsstiefel. Sollen wir alles verkaufen? Nein. Ganz sicher nicht. Das, was wir tragen. Baldrian. Die kommen weg. Die Dietriche Brauner. Fackel Brauner. Das kommt weg.
Das kommt weg. Kamille, Käse. Knappenschwert brauchen wir natürlich. Knüppel brauchen wir auch. Den Wappenrock behalten wir mal. Lederwams. Ja, kommt weg. Weg. Das behalten wir, das Zeug. Wir sind schon beim Verkaufen. Ja, nicht, dass wir jetzt das ganze Gelumpe kaufen. Nee, das passt. Okay, wir prüfen mal. Kollege Warenkorb. Na, wo ist X? Hier. Jetzt hat's funktioniert. Falschen. Mal gucken, was uns anbietet. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Okay, 91. Das ist nicht schlecht. Wir hätten gerne dafür 100. Zufrieden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Okay, machen wir wieder 95 und so kommen wir natürlich schön zu Geld. Für diese Summe lasse ich mich überreden. Cool. Okay, was haben wir jetzt insgesamt? Wir haben 363. Damit könnte man schon das eine oder andere langsam kaufen. Denke ich mir. Unser Schwert ist wieder voll funktionsfähig. Das funktioniert eigentlich alles auch. Jetzt ist halt tatsächlich die Frage, irgendwie, ich würde ganz gerne hier zum Rotschopf kommen, hier oben. Das ist aber wieder dem Hauptquest folgen. Dann lassen wir die Nebenquests wieder liegen. Nicht, dass wir hier Theresa vernachlässigen. Und hier diese... das hier, das ist natürlich auch eigentlich verlockend. Wobei, besorge den Schlüssel zur Rüstkammer, da haben wir dann auch noch was zu tun. Können wir eigentlich bei der Auffälligkeit... Nein, können wir nicht. Ich wollte... Fertigkeiten, Moment. Die Heimlichkeit, hier war sie. Können wir da noch was machen? Okay. Nee, können wir nicht. Gut, gehen wir zurück. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Gehen wir erstmal gucken wegen diesen Waffenröcken oder gehen wir erstmal gucken in Richtung Hauptquest? Ich würde vorschlagen, wir gehen in Richtung nicht Hauptquest, sondern wir machen. Nein, das hier. Okay, das grüne Teil, das wäre hier oben. Hier, kommen wir hier vielleicht sogar mit Schnellreise hin. Zeit überspringen. Nein, wir gehen raus. Gehen zur Map. So, wir müssen hier hin. Das müsste doch eigentlich sogar machbar sein mit Zeitreise. Tallenberg, schnell reisen. Moment. I. Ja, das möchten wir. So, ab nach Tallenberg. Da waren wir schon länger nicht mehr. Und mal gucken, was wir da machen können. Pferdchen müssen wir dabei haben. Hoffe ich doch mal stark. Sonst pfeifen wir einmal, dann haben wir es auch. Und jetzt hier vielleicht eben nicht wieder irgendwelchen Leuten begegnen. Es ist doch eine relativ weite Reise da. Tod am Wegesrand. Was? Oh Gott, jetzt habe ich es verdattelt. Was war das denn? Da muss man sich relativ schnell entscheiden, was man will. Ich wusste gerade nicht mal, was es ist. Ich müsste erst mal richtig lesen können, bevor ich wüsste, ob ich es annehmen möchte oder nicht. So, Tallenberg, Hallöchen. Einmal um eine Kurve und dann sind wir hier. Na, immer noch auf dem Pferd. Wo ist hier vorne? Hier. Ja, da geht's rein. Gehen wir mal rein. Das funktioniert schon mal problemlos. Wir hatten doch hier hinten so einen schönen Parkplatz für das Tierchen. Oder wenn wir es einfach hier stehen lassen, bleibt es hier stehen. Ich nehme es mal an. Wir steigen mal ab. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Okay, dann schauen wir mal schnell. Irgendwo wird es hier mit Sicherheit was zu essen geben. Wer hat hier einen Topf? Einen öffentlichen? Oh, da steht der andere wieder. Sollen wir mit dem mal reden? Oder ist es hier eher wichtig, dass wir da doch vielleicht ein bisschen... inkognito unterwegs sind. Wojcik ist ein weiterer Müller, der mit Krumm... Okay, entwende mindestens 5 Wappenröcke aus der Rüstkammer von Talberg. Okay, die Rüstkammer. Optional, besorge den Schlüssel zur Rüstkammer. Das ist optional, okay. Wir schauen erstmal hier vorbei, würde ich vorschlagen. Na, kann ich hier keinen Marker setzen? Nein, geht nicht. Okay, wir brauchen was zu futtern. Was haben wir? Oh, da ist ein Topf. Halleluja. Wir schnabulieren mal.
Mal gucken. Satai 72, da wir hier wahrscheinlich jetzt im Moment keinen Krampf haben. Ach, wir können nichts mehr essen. Okay, das ging nur einmal. Gut. Ich möchte doch mit dem schnell reden. Mal gucken, was wir da für Optionen haben. Beim Herrn Robar. Glück und Gesundheit. Jawohl, danke gleichfalls. Aha, wir könnten üben. Was können wir denn hier üben? Verteidigung, Streitkolben, Schwert. Ja, möchte ich jetzt auch nicht. Ich würde sowieso vorschlagen. Ich glaube, ich mache mal im Off noch eine kleine Übung, damit wir eben skillen können. Weil ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn ihr 7-mal zugucken müsst, wie ich den Schwertkampf übe. Wir machen jetzt das anders, dass wir hier runterhüpfen, einmal rüber und dann hier mal reingehen. Mal Richtung Rüstkammer und gucken. Oh, mit Herrn Divisch würde ich auch gerne noch mal kurz reden. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich. Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Was ist los? Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch den Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus. Okay, das riecht nach einem neuen Quest. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Erstmal das. Ich möchte jetzt nicht ein weiteres Quest haben. Vielleicht erledigt sich das irgendwie von selbst. Vielleicht reicht nicht. Ich brauche einen Plan. Okay, also den könnten wir auch noch mal zur Brust nehmen. Der hätte auch noch ein Schöppchen. Für uns. Hallöchen. Ah, da sind wir wieder. Ja, sehr schön. Oh, guck mal an. Hallo, Stephanie. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Es ist gerade schlecht. Sollen wir die jetzt enttäuschen? Na, wir enttäuschen sie nicht. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau. Oh Gott. Erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Das könnte wohl dauern. Oh Gott. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben, aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Ich fürchte, das ist alles ein bisschen zu viel. Was ist mit dem Zossen? Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Okay, das ist ja... Okay. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Okay, wir beenden das Gespräch. Ich wollte ja nur freundlich sein und der mal wieder Tag sagen, wenn wir es immer wieder sehen. Und dann hat man gleich einen Backen Arbeit am Hals. Wie sieht das denn jetzt hier genau aus, bei den Quests? Zu Diensten, meine Herrin.
Okay, da haben wir tatsächlich noch mal ein bisschen was zu tun. Aber wir werden jetzt zuerst mal gucken wegen diesen... wie heißen die Teile? Das sind nicht Waffenröcke, sondern was war das? Wappen oder irgend sowas? Wo war das? Da. Wappenröcke. Okay, wenn wir schon da sind, dann machen wir das als nächstes. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Meine Güte, hat dieses Spiel viel Inhalt. Es ist ja sagenhaft, aber eben auch sehr cool. Okay, dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis denne, macht's gut. Tschüss.